Hallo zusammen, Elva Media hat mir eine neue Karte geschickt. Und zwar die Live Gamer HD Karte. Also die ist hauptsächlich dafür, dass man Konsolen aufnehmen kann. Was ich, Wii U, Xbox, PS3 und sowas. Ich habe zwar schon einen von Elva Media, die ist allerdings schon, ich weiß nicht, 3 Jahre alt. Und mit der soll das wohl besser gehen, von der Qualität her und sowas. Und ja, die haben mir noch dieses T-Shirt dabei geschickt. Und ich dachte mir einfach mal, packe ich das mal aus und guck mal, was da drin ist. Alles noch schön versiegelt. So, das ist dann nochmal der Karton. Ich gucke jetzt erstmal rein. Also ich mache jetzt erstmal die Folie her. Mit diesem schönen Teppichmesser. Oh ja. Schon fail, Sekunde. So, mach. So, da ist die Karte oder die Verpackung. Alles sehr edel ausgelegt in diesem roten Glanzzeug hier drin. Ob die dann genauso viel kann, mal sehen. Ich denke mal, die wird auf jeden Fall besser sein als meine alte. Alles weiter Relevante noch in der Videobeschreibung. Dazu werde ich auch noch ein Tutorial hochladen, wie man damit aufnimmt. Und das müsste sich eigentlich auch hier irgendwo im Video befinden. Mein Gott. Was ist das denn? Ah, hier ist der Hotbutton. Okay, geht noch nicht. Auch hat süß, voll klein. Aber kommt ja bekanntlich nicht auf die Größe an, weil ich mir gehört. So, das ist jetzt die Karte. Die kann man einigermaßen erkennen, sonst komme ich gleich nochmal näher. Für Full HD 1080p. Hinten dran gibt es einmal HDMI In und HDMI Out. Und Audio Out und Audio In. Ich glaube, das ist relevant für Streams und dergleichen. So, das wäre dann hier schon mal die Karte. Dann kommt der Hotbutton. Ich meine, das ist eigentlich nur, ja, ich sag's mal, Spielerei. Weil die werben damit, da braucht man keinen Hotkey benutzen, von wegen auf der Tastatur, aber irgendwo findet sich immer ein Knopf. Aber trotzdem irgendwie. Achso, hier unten. Ah. Aber trotzdem irgendwie cool, wenn man eine spontane Aufnahme hat. Draufdrücken und ab geht's. Okay, hier ist dann noch eine CD drin. Ich denke mal, die Treiber und sowas. Was ich mit den CDs immer mache, ist eigentlich einfach wegschmeißen. Weil meistens sind die Treiber auf den CDs veraltet. Weil klar, die bauen jetzt, was weiß ich, 400.000 Karten hier zusammen. Und da kommt dann die erste Version von den Treibern rein. Und bis sie dann mal ausgeliefert sind, ist ja schon so was von überarbeitet. Und deswegen im Grunde wegschmeißen und den neuen von der Seite runterladen. So, hier ist dann nochmal ein X-Mit-Gutschein für diese Stream-Software. Das stand auch draußen drauf. Und ich denke mal hier, ach guck mal. Eine dicke, fette Anleitung. Und ein Haufen Kabel nochmal. Das ist ein ganz normales HDMI-Kabel und jeweils 2 Adapter oder 1 Adapter für diesen normalen DVI-Ausgang oder Eingang vom Monitor auf HDMI natürlich und hier ist nochmal direkt HDMI auf DVI. Also ich denke mal, damit man auf jeden Fall seinen Monitor diese Grafikkarte, diese Capture-Karte bekommt. Dann hier noch ein Audio-Out und In, Klinke 3,5. Ja, das war es dann auch schon. Und wie die ganze Chose hier funktioniert und aufgenommen wird und auch die Qualität, werdet ihr in der Videobeschreibung sehen. Ich werde, wenn dann, alle Videos zusammen hochladen, damit man auch direkt vergleichen kann und dergleichen. Und sonst war noch, genau, das T-Shirt. Das T-Shirt hat mir eigentlich zu groß. Das ist L. Vielleicht fällt da der Kleine aus. So sieht das T-Shirt dann nochmal aus. Ist das nicht unbedingt dabei. Aber, obwohl das sieht relativ klein aus, das passt. Kann ich dann immer anhaben, wenn ich da aufnehme. Das sieht man zwar nicht, aber egal. So, das war dann das.
Hier war die Verpackung drin. So, das ist alles, was dabei ist. Und ansonsten auch viel Spaß. Tschüss. Kleiner Nachtrag nochmal, aber ich war gerade ein bisschen schnell gewesen. Meine alte Karte hatte ja ein Problem, beziehungsweise kein Problem, sondern die war einfach so konzipiert. Da war nur ein Eingang bei und wenn man jetzt das Signal nochmal auf den Fernseher haben wollte und nicht nur auf dem PC-Monitor, musste man sich einen HDMI-Splitter holen, wovon dann das eine Kabel in den Rechner ging und das andere zum Fernseher. Das ist bei der Karte jetzt nicht mehr, weil im Grunde geht die Konsole hier rein bei HDMI in, ich sage jetzt mal PlayStation 3 oder Xbox, und geht dann hier wieder raus zum Fernseher. Das heißt, ihr könnt normal auf dem Fernseher zocken, könnt aber dann mit der Karte aufnehmen. Also fällt schon mal der HDMI-Splitter weg. Für den habe ich auch mal, ich glaube, 60 Euro bezahlt, damit ich dann halt schön groß auf dem Fernseher zocken konnte, zumindest bei den Togethers. Ja, und deswegen, das fällt hier schon mal komplett weg. Auf jeden Fall sehr geil. Und im Grunde kann man damit auch komplett die ganze Funktion nehmen, die zum Beispiel also DxStory oder Fraps hat. Das heißt, das normale Grafikkartensignal vom PC geht hier rein und geht von hier aus wieder zum Monitor. Das heißt, er fängt dann alles ab hier, was der Monitor gerade aufzeichnet oder zeigt. Aber das zeige ich euch dann nochmal alles in dem Tutorial, wie ihr damit aufnimmt. Aber jetzt bis im nächsten Part. Tschö. Oh, Boomerang. Boomerang. Ma! Ma, wie schlecht bist du? Wieso ich? Guck mal, ich treff den nicht. Ma! Das war epic. Nein!